Ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahmerunde von Red Dead Redemption 2. Daniel hat Bock, wir müssen vorwärts kommen. Gar nicht lang rumschnacken, los geht's. Wo zum Geier sind wir hier eigentlich und wo ist mein Pferd? Und viel wichtiger, wo ist mein neuer cooler Hut? So, zeig mal her. Grundsätzlich erstmal die Pferdepflege betreiben, weil ihr wisst ja, Pferd ist wichtig. Schön was zu futtern geben und jetzt noch ein bisschen Streicheleinheiten. So. Give me my Sachen. Nein. Ich glaube, ich muss mich da echt draufsetzen, damit das klappt. Jupp, muss ich. Wobei, wo sie. Nein, das sieht bescheuert aus. Das sieht. Geht so aus. Wenn der ja nicht so siffig wäre, ne? Würde ich ihn ja aufbehalten, aber er ist halt so siffig. Aha. Schon besser. So. Wir sind wieder eingekleidet. Und befinden uns, ich habe keine Ahnung wo. Und jetzt können wir Quests machen. Sieht nicht so aus, als hätten wir Nebenquests. Aktuell. Ich hätte jetzt gesagt, lasst uns Indianer-Quests machen. Ja. Ich werde jetzt hier aber definitiv auf der Strecke mal Dings anmachen, weil das ist mir sonst ja. Hä? Das verstehe, muss man mir jetzt mal erklären. Das will mir nicht in den Kopf, warum das nicht geht. Wieso bleibt das jetzt wieder stehen? So, geht doch. So, weil dann kann ich nämlich in der Zwischenzeit einfach mal ein bisschen mit euch quatschen. Ja, es wird sich in Zukunft ein bisschen noch was ändern auf unserem Kanal. Wir haben jetzt ein bisschen umgestellt. Wir bekommen ein neues Logo, wir bekommen ein neues Intro.
der Ringo steigt jetzt bald wieder mit ein mit einem neuen Projekt, das schon angefangen hier rumliegt. Also es ist ein bisschen was in Planung. Und ich bin mal gespannt, wie das ankommt, denn unser Intro ist ja tatsächlich etwas kritisiert worden und ich fand es auch nicht so geil. Ganz kurz zur Erzählung, ich habe dieses Intro tatsächlich mit einer Software vom Bildschirm abgefilmt und vorher mit PowerPoint zusammengeschustert. Und für den ersten Versuch war das ganz nett. Jetzt habe ich aber von der Länge her genauso lang. Nein, das glaube ich noch ein Sekündchen kürzer sogar. Ja, und dann gucken wir mal, ob euch das besser gefällt. Und im Moment ist ja auch hier bei uns daheim noch ein bisschen Action, weil sie Gartenarbeit betreiben. Das heißt, wenn ihr in irgendwelchen Videos von mir speziell irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, dann tut es mir leid. Ich kann es leider im Moment nicht verhindern, außer ich sage euch, ihr müsst auf Content verzichten. Und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ja, bin mal gespannt, wie das so ankommt. Dann wird es demnächst so sein, dass die Herrschaften mit Forest fertig sind. Und wenn sie mit Forest fertig sind, werden wir uns mal Conan ein bisschen näher angucken. Wobei das tatsächlich nur so erstmal ein kleiner Test wird, denke ich. Weil es könnte sein, dass das technisch gar nicht machbar ist. Aber müssen wir dann mal gucken. Jo, also ihr merkt, wir versuchen weiter an uns und für euch zu arbeiten. Ich habe da tatsächlich Bock drauf, noch ein bisschen das Ganze auch zu verbessern. Und ich bin mal gespannt, wie das bei euch so ankommt. Apropos ankommen, ich könnte mal auf die Karte gucken, wie weit wir es noch haben. Außerdem stelle ich gerade fest, unser Pferd braucht mal eine Pause. Aber jetzt sind wir auch fast da. Heißt, wir könnten ja entspannt einfach mal ein Ründchen noch machen. Weil sonst stirbt unser Pferdchen nämlich an einem Herzinfarkt. Wenn wir jetzt hier so durchrennen. Mein Ziel ist es jetzt, möglichst viel Zeit in dieses Spiel zu investieren, damit wir das Projekt dann auch irgendwann mal abschließen. Weil das wird ja gefühlt noch eine halbe Ewigkeit dauern. Was natürlich auch an mir liegt, sehe ich ein, aber genau deswegen müssen wir jetzt was tun. Ich meine, ich weiß, dass es kein 100% Projekt wird, das werden meine Spiele nie werden. Miss? Ja, ich komme ja schon. Aber muss ich jetzt wirklich absteigen oder was? Penny for the blind. Ja, würde ich theoretisch.
Penny for the blind! Hallo? Help warum? A blind man. Ach, jetzt. Ich kann sagen, alter Spiel, was stimmt mit dir nicht? That which is killing you will help you finally to see. And see clearly, friend. See and hear. Okay, I will try to bear that in mind. Das Spiel hatte gerade dezent keinen Bock. Yep. Another day on the move. So. Jaha. Da ist unser Ziel. Theoretisch. Jo, da oben stehen sie. Sure came. Said I would. There's a foreman. His name is Danbury. There's the files in the office above the refinery room. It's that window with the blind drawn up. I see. If the files are as incriminating as we believe, Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one of me, son. I don't intend for them to know I'm coming. What will the files say? There'll be a report from Leyland Oil Development Company. Oh, das wird wieder eine Quest, an der ich zerstört werde, glaube ich. You could crawl under the fence or hide in a wagon. They keep rolling in. I'll go take a look. If there's a problem, call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Ideally. If you are quick, you could climb into the back of that wagon. Otherwise, you'll have to sneak past the guards. Ah, okay, jetzt springen. Ich wollte da jetzt mit Dreieck rein, aber gut. Entschuldigt bitte, dass das gerade ein bisschen dunkel ist. Ich kann es gerade ein bisschen nicht so richtig ändern. Aber ich sehe gerade genauso viel. Train to Saint Denis. Okay. Better get a move on then. So, wir wären schon mal drin. So.
Schleuch. Schleuche die Schleuch. Hasse Schleichen? Sagte ich das bereits? Weil ich bin sowas echt kacke. Aber lieber echt kacke und trotzdem versuchen, als dieses Spiel nicht spielen. Ohne Scheiß, ich liebe das. Upsi. You must be Danbury. Who? What? Quieten yourself, friend. This won't take long. Danbury. Yes. I need some papers, my friend. Nothing important. A file. I'm from head office. You're not from head office? Does that seem important right now? No. I need a file by the Leland Oil Development Company. The one about the oil near Wapiti? I... Danbury, think, man. The mind is a terrible thing to lose, especially over such a nice floor as this. No. It's here. Alter, wo ist mein Hut? Gib mir meinen Hut. Real good. They'll give you a promotion for this. Nope. Danbury, you okay? Tell the guard you're fine. Yes, it's just... I'm working. All's fine. Oh, it's my home. Now stay quiet. Or head office will send me back to get you. Klettere durch das Büro des Fensters. Durch das Fenster des Büros. Durch das Büro des Fensters. Mhm. Alter, deine. Das ist auch geil. Easy now, fellas. Now, we won't tell you again. Das sehe ich nicht so. Ta-ta-ta-ta. Was? Wo? Ah! Thank you.
Ach, da kommen die, okay. Gott, wer gar nichts sieht, ist auch blind. Jetzt kommt da noch einer. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Ich bin weg. Tschüss. Bam! Stirbt! Das war so der Kopf. Du auch. Hintenrum ausgeräumt. Hallo? Hallo? Okay. Warum sind jetzt, wenn ich aufnehme, eigentlich alle so mitteilungsbedürftig? Das ist grauenvoll. Hallo, lass mich einfach. Ach, hab ich mich jetzt festgelaufen? Geil. So, Klappe. Und Action. Jo, dann wollen wir uns mal in Sicherheit bringen. Das war jetzt nicht sonderlich schwer, tatsächlich. Ich hatte Schlimmeres erwartet. Jo. War jetzt nicht sonderlich schwer. Keep going. Ja, dann sag mir wohin. That explosion came just in time. I was happy to watch some of that oil burn. So you met Mr. Danbury? Yes, don't worry, he was very obliging.
I thought you wasn't getting involved. Thought you were gonna enter and leave silently. Thank you. You saved my life. Thank you. I hope. Well, I don't know what I hope. But who knows? Maybe these will be of some use. Here's your money. Thank you. Hier würde ich mir jetzt zum Beispiel wünschen, dass ich sage, ich will die Kohle gar nicht. Weil ich dir einfach so helfen will. Das wäre noch was, worauf ich Bock hätte. So, haben wir die erste Indianer-Quest mal erledigt. Dann war hier doch gerade noch... eine Nebenquest aufgeploppt. Eine MD-Nebenquest. Aber wo? Quest? Ich meine, ich sehe die da unten, das ist mir bewusst. Aber ist die das? Nein, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Oder doch? Ach, er nur wieder. Der Künstlerarsch. Naja gut, was? Dann reiten wir mal los. Ah, da oben, warte mal, da oben war doch plötzlich auch... Spontane Planänderung. Irgendwo habe ich gerade... Da... Wobei ich glaube, ich tatsächlich eher das Gefühl habe, na, wobei, komm, wir machen die. So, jetzt haben wir unsere Quest erledigt. Jetzt gib mir meinen Hut. Gib mir meinen Hut. Ja. Weiß gar nicht, ob man mit dem Geld, was wir jetzt haben, zu früheren Zeiten schon als reich gegolten hat. Das ist, ich meine, das ist ja auch schon ordentlich Kohle für die früheren Verhältnisse. Einmal hier durchs Gemüse. Yep. Hier auch nochmal. Einfach mal ein bisschen Weg kürzen. Yeah. Da ist eine Brücke.
So. Wo sind wir denn jetzt lang What the action beam? Yep. Ist das weit weg, Mann? So, ich bemühe mich nochmal ob der Kamera hier, weil das ist ja noch ewig weit weg. Die Sequenz ist ja schon geil. Das muss man ja mal so sagen. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Jetzt hat der Regen gerade aufgehört, Mann. Jetzt fängt es gerade wieder an hier. Ich meine, gut, der Regen tut natürlich unserem Pferd ganz gut, so von wegen sauber werden und so. Aber mich nervt er. Ja, ja, mein liebes Handy. Wie wär's mit? Halt doch mal die Klappe. Da kommst du aus dem Hintergrund und schaffst es nicht, das Maul zu halten. So. So. Nein, verdammt, egal. Das lassen wir auch so drin. Jeder baut mal Mist, ich hab mich verdrückt. So. Wir erlauben unserem Pferdchen mal kurz eine Pause. Vielleicht kriegt sie auch mal was zu essen. Aber so pausig sah das jetzt gar nicht aus, dass es das nötig hat. Na gut, dann. Bringen wir es wieder auf die Strecke. Und denken uns still und heimlich, go, go. So, legen wir mal ein bisschen Tempo nach. Ich glaube, wir sind da. Na dann.
Hä? War hier nicht gerade... Euer... Scheiß Ernst jetzt? Ist die Quest weg? Oh. Oder vielleicht wegen der falschen Uhrzeit oder so. Seltsam. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Ich komme hier gerade nicht mit, was hier passiert ist. Ich meine, wir haben nichts zwischendurch gemacht, was das unterbricht. Mich nervt das gerade schon wieder.